Hallöchen zusammen. zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Aufschwung Ost. Und wie ihr schon gehört habt, ist der Vize-Bundeskanzler Ost immer noch an meiner Seite, Arno Hollig. Junge Moinelflut, ja, ich dachte, ich muss dem Hauptbundeskanzler nach all den Jahren mal so ein bisschen unter die Arme greifen bei seiner Ansprache, nicht, dass er uns irgendwann noch vom Rednerpult zusammenbricht. Ja, und ich habe sie auch... 18 Jahren ewigen, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, geht pleite, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es, geht pleite. Das Schöne an dem Ganzen ist ja, du hättest nicht mal ein Problem damit, denn ich habe, meine Achseln sind täglich gewaschen, das heißt, ne, wenn du mir unter die Achseln greifst... Unter die Arme, oh, ja, okay, starten wir rein. Und was ist unter den Armen? Die Achseln, richtig. Aber ich bin. Reden wir doch heute mal über Achselbehaarung. Voll das geile Thema für ein Let's Play. Yeah, let's go. Oh. Zu deinem Glück bin ich, wie gesagt, sehr reinlich. Also. Ja, du. So. Hätten wir das mal geklärt. Ist schön und gut, wenn du mir unter die Arme greifen willst, aber also, das ist jetzt nicht das Erste, was ich so bei der ersten Begegnung machen würde, aber hey. Naja, Vize-Bundeskanzler, ich bin für alle Attentaten. Du meinst, oh Gott. Du meinst, der Vize-Bundeskanzler hat es bei der Merkel auch. Okay, wir wollen da jetzt nicht genau. Er war ganz woanders, um diesen Job überhaupt zu kriegen, glaub mir. Okay, der ist noch tiefer gegangen. Ich bin raus. So. Ich bin, also aus der Nummer bin ich definitiv raus. So. Unsere Kohlekraftwerke sind übrigens fertig. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon bemerkt haben, aber hier steht es auch. Diese hier zum Beispiel sind erst seit einem Monat in Betrieb. Ja. Alma 1. Genau. Uran haben wir 0, da wollten wir ja glaube ich auch nicht mehr machen. Nee, weil wir ja eh nicht mehr auf... Frage, ob wir Augusta mal aufsuchen und rings um Augusta so versuchen, so viel wie möglich an Öl nochmal zu finden. Ja, ich würde trotzdem zuerst gerne hier die Blinkies nochmal machen. Ach, ist es nicht schön, wenn unten das Gelbe aufpoppt? Ironischerweise letztens mal mit irgendeinem Kollegen gesprochen. Ja. Der das Spiel früher auch mal hatte und der hat uns eigentlich den Tipp gegeben, auch wenn es eigentlich mehr kostet, ja. Infrastruktur nicht dauerhaft so niedrig zu fahren. Okay. Weil das geht nämlich auch auf Kosten der Kraftwerke. Ah, okay. Also sowohl die, also nicht nur die Kraftwerke, auch die Bergwerke. Prinzipiell, ja gut, das habe ich ja schon mal gesagt, dass unsere Bergwerke vermutlich deshalb weg sind, weil, naja, ne, wir in keinerlei Infrastruktur investiert haben. Übrigens, also, Wittenberg will noch ein Hochhaus, okay. Ja. Ich wollte doch übrigens eine Fabrik, ich dachte, ich sag's mal so. Gut zu wissen. Die sind übrigens sehr stark vertreten hier in dieser Liste. Ich sortiere es nochmal eben, sortieren. Wobei, das von letzten, von dieser Zwischenaufnahme kannst du ja wieder löschen. Musst du wieder löschen. Ach so, Weimar benötigt eine Tankstelle, die ist ja natürlich nicht gehabt. Ja, ja, wir haben es schon mal versucht, aber da hat sich, ich sag jetzt mal vorsichtig, Skype wieder dominant dazwischen gehauen. Ja. Trotzdem ist W mit Wismar Dom, Wismar Fabrik, Wittenberg Fabrik und Wittenberg Fabrik? Nee, Wittenberg will ein Wohnhaus, ne? Ja. Oder was mehr Familien? Nein, egal, ein Haus. Irgendwas. Oh je. Hauptsache, sie kriegen irgendwas, ja. Ja. Seid froh, wenn ihr was kriegt. Aber echt. Abkriegen ist hier, weißt du. Okay, wir haben übrigens die 90 wieder erreicht. Okay, war das nicht sowieso schon bei 90,5? Ich hab keine Ahnung. Bestimmt. 90,5. Uli 95, ja. Aber wir sind gleich bei den 91, so rum wollte ich es eigentlich vorsichtig, naja, egal. Andeuten, oh, gleich zwei auf einen Schlag, Mensch. Toll, ne? Was der Dagumi alles kann. Ja, scheiße. Bin sowas von begeistert. Und ich mach's gleich nochmal. Guck mal. Bam. Das spricht auch nicht gerade für die Qualität dieser Straße, aber gut, haben ja wir gebaut. Okay, ja gut, sicherlich. Ja gut, geht hier übrigens weiter. Ich glaube dieselbe Straße, nur nach oben. Ich weiß nicht, wo ich drauf bin, dann am Ende. Am Ende mal. Ach, ich liebe es. Ich werde wahrscheinlich nur wieder gehackstückelt irgendwo bei euch ankommen. Und so. Klingt ja wie so ein Hermes Grönemeyer. So heißt er. Der heißt Hermes Grönemeyer. Versand. Ja, vor allem, ganz wichtig. Hinten dran noch. So,
Ich glaube, das war's. Ich guck trotzdem nochmal rein. Ich wollte gerade sagen, da sage ich dir schon, dass ich da jetzt nochmal hingehe. Kommt da trotzdem just in dem Moment, wo es aufhört. Ja, so, aber das war's wirklich. Aber dann gehen wir doch gleich mal in die Stadt, würde ich sagen. Wollen wir erst die Steuern umswitchen? Natürlich. Wir hätten uns natürlich trotzdem schon mal eine Stadt aussuchen können, aber egal. So, ja. Regierung. Das wolltest du wieder hoch auf 100%, ne? Würde ich sagen. Hier wird das teuer. Ja, du kannst schön zugucken, wie es höher, wie es immer weiter steigt, immer weiter steigt. Na gut, 10 Millionen, das ist ja aber eigentlich noch vertragbar, wenn ich das richtig... Milliarden ist es dann, ne? Ist ja klar. Ja, okay, passt. Muckwi. 10.200 Millionen. Nur so. Wollen wir vielleicht mal den Bürgern nochmal um 1... Oh. Komm, eine gerade Summe. Ja, ist ja gut. Gerade? Komm, mach 100. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wahrscheinlich einmal. Jetzt sind wir dann abgesetzt. Dann haben wir nichts mehr und werden abgesetzt, genau. So, dann wollten wir mal nach Augusta gucken. Oh, stimmt. Nach Augusta? Das klingt wie so ein Ort irgendwo in Portugal oder so. Kann sein, war noch nie da. Sicherlich schön dort. Oh, ich glaube, wir hatten da schon mal gebaut. Ja, das ist auch sehr bekanntes Gebiet. Ich glaube, da waren wir schon mal letztes Mal. Wo ist das? Magdeburg, ja, ich glaube auch. So. Das ist die Frage, wo kann man denn dann... Ich finde ja, wir sollten die nächste Ölpest abwarten und da in der Nähe bauen. Auch ein Vorschlag. Wollen wir die Versorgung da oben mal ein bisschen abrunden? Abrunden mehr oder abrunden weniger? Auf, also so als Quadrat machen. Das, ich glaube, viel mehr schaffen wir in dieser Folge eh sonst nicht. So ein Rechteck meinst du? Ja. Oder willst du, bestehst du auf das Quadrat? Wenn du unbedingt der Kunst freien Lauf lassen willst, mach ein Quadrat raus. So, dann muss ich hier noch 2 runter. So. So, jetzt haben wir auch ein bisschen was über Geometrie gelernt. Hm. so nicht, ne? Ja, dann rechts halt noch eine Seite ran. Und unten. Oder? Das reicht doch zeitlich nicht mehr. Ach, unten können wir auch noch quadratisieren. Oh Gott. Da hat er jetzt was gesehen. Ist bloß nicht runtergegangen. Da hat er jetzt was gesehen. So, jetzt haben wir wieder ein Quadrat. Ich glaube, da waren überall Ölbohrtürme, wenn ich das so rechts sehe. Wo denn? Da. Im Wald, nee. Ja, das war ja das, wo wir hergekommen sind ursprünglich. Da Magdeburg. Yay! Oh Gott. Ich wollte schon immer mal die 100 erreichen. Das hätten wir viel schneller geschafft, hätten wir es viel früher hochgesetzt. Ja, super. Also ganz ehrlich, wenn jetzt aber auch die Blinkies nicht zurückgegangen sind, dann setzen wir es vielleicht doch lieber zurück. Ja. Die Bevölkerung geht übrigens immer noch hoch. Dafür geht die Arbeitsplätze runter, weil wir natürlich die Personen höher besteuern. Ja, ganz klar. Logisch. Logisch, aber alles andere geht mehr oder weniger hoch. Naja, also ja, es geht alles hoch. Es wird alles in die Luft gesprengt. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Okay. Hast ja gewonnen, setz die Steuern runter. Nee, das ziehen wir jetzt durch. Wir wissen ja sonst, wer kaputt... Sag mal, war es nicht gerade auch der? Ich bin der Meinung, Silvian hatten wir schon sehr oft besucht. Es wird teuer, mein Freund. Wie heißt der Kollege übrigens? Dass wir den notfalls anklagen können, wenn das hier schief gehen sollte. Ist doch immer gut, weißt du, so von... Nein, dein Kollege, der es gesagt hat. Achso, Sebastian. Sebastian, aufpassen, ne? Wenn das hier schief geht wegen dir. Also jetzt aber schon wegen Steuern jetzt, oder? Ja, schon klar. Ja. Wenn das schief geht, dürft ihr Briefe an Anno schicken. Da muss Sebastian im nächsten Let's Play mit dabei sein. Und sich einiges anhören. Postfach Nordpol 01. Genau. Check. Was wir jetzt aber noch gar nicht gesagt haben. Ja. Frohe Weihnachten. Verdammt, ja.
wir haben hier einfach so einen auf, weißt du, so oh, ja, vorbereitet, das, ja, das, ja. Ist das nicht für Samstag die Folge? Verdammt. Nein. Ja, dann frohe Weihnachten euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest. Ich hoffe jetzt einfach mal, ihr habt das nicht am Heiligabend angeguckt, sondern habt was Besseres zu tun gehabt. Das ist prinzipiell ein gutes Zeichen. Also jetzt nicht, dass ich das Let's Play irgendwie runtermachen will, aber so, wenn ihr beschäftigt wart und ein bisschen was zu essen hattet und mit Familie gefeiert habt, ist es eigentlich schöner, wie wenn ihr dann Let's Plays schauen müsst, sag ich mal. Ne? Naja, ich sag mal, also nach Bescherung, nach familiären Weihnachtsessen, wenn sie unten die Kreise so unterhalten über früher war das irgendwo. Da habe ich mich dann als Kind zumindest, also ich weiß, unser Zuschauerpegel tendiert eher so zwischen 30 bis 50 im Altersdurchschnitt, also zumindest bei mir laut Analytics. Ja. Aber als Kind habe ich mich dann immer verduftet. Ja, verduftet schon, aber ich habe dann meistens mit den Sachen, die ich dann geschenkt bekommen habe, gespielt oder so. Ja, die meisten spielen ja heutzutage eher mit so Computerkonsolen und lassen sich sowas schenken. Wenn ihr jetzt natürlich ein Tablet oder sowas geschenkt bekommt habt, vielleicht mal uns als App einprogrammieren, danke. Feel free, ja genau. Am besten zuerst die App programmieren, sie uns schicken und dann einprogrammieren. Mhm. Ne? Also weil sonst langt auch ein Lesezeichen. Ja, wir sind da nicht so. Ja. Wie creative, ja. O248, das ist irgendwie günstiger geworden, kann das sein? Liegt das vielleicht an der höheren Besteuerung? Sebastian? Hm? Ja. Ich hab nur, er hat nur den Tipp gegeben, wir sollten es machen, weil das kann sehr schnell nach hinten losgehen, weil dann fliegt uns alles am Ende um die Ohren, was ja scheinbar mit diesen Milliardenverlusten, die da passiert sind, auch passiert ist. Weil sonst kriegen wir wahrscheinlich oft vielleicht mal eine Meldung, du, hey, da geht langsam was kaputt und so ja, ist es halt. Aber ist es kaputt. Aber es ist doch eigentlich doof, wenn wir jetzt niemand haben, der nachher schuld ist, außer uns selbst. Oder? Wir sind Politiker, wir schieben die Schuld einfach auf die Sebastian. Anderen. Auf Sebastian. Auf Sebastian. Sorry. Sag mal so, es wäre doch für uns alle die einfachste Lösung. Weil die Blinkies lassen auf jeden Fall nach. Ich sehe nur einen, aber der brennt schon seit Monaten. Gucken, ob die Mauer schon angekokelt ist. Nö, ist noch alles gut. Nur denn? Also zumindest das hat's geholfen. Allerdings fand ich das jetzt im Vergleich zu 10 Milliarden, weiß nicht. Weißt du? So viel Blinkies hatten wir halt nicht, ne? Ja. Das hat's eigentlich nie so hochgerechnet. Aber klar, ich meine, die Sachen, das hat uns sicherlich auch Geld gekostet, dass die Kohlewerke und alles weggefallen ist zwischendurch. Ja, mittlerweile sind ja die Kohle da. Was machen eigentlich die Erzen? Sind die jetzt mittlerweile fertig, oder? Der Erzen? Der Erzengebirge? R2-D2. Genau. Ein Jahr. Sind die jetzt schon im Bau, ja? Da, ja, ich habe keine Ahnung, wie lange sie insgesamt im Bau sind. Ja, ein Jahr. Achso. Nee, ich meine, wie lange sie brauchen, so rum. Ja, dann musst du eine anklicken. Ja, klick ja mal eine an. Wieso schließen das hier? Deins. 6 Monate. Ich spiele das ja, ja nur für dich. Ah ja, danke. Weißt du, jetzt ist es raus. Ja, eigentlich hat Anno mir das Spiel gegeben, so von wegen, mach mal, tu so, als würdest du dich auskennen. Ja. Habe ich übrigens nie behauptet. Ja. Zusätzlich dazu, dass es halt dann doch irgendwie meins ist. Aber ja, haben wir denn noch Wünsche, die wir nicht erfüllen können? Sicherlich reichlich, kommt dir immer mehr dazu. Weil du weißt ja, heute ist Heiligabend, da erfüllt man einfach mal Wünsche. Zumindest sofern möglich. Wo würdest du denn gerne hin? Dresden, Gera, Görlitz, Halle, Halle, Neubrandenburg, Schwerin, Stralsund, Suhl, Wismar, Wittenberg. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal durch, was geht. Dresden ist relativ weit oben. Was wollen die denn? Eine Fabrik. Schlecht. Dachte, du fährst es von mir. Ja. Ja gut, aber machen wir die Wünsche trotzdem weiter. Gera ein Casino. Hm? Wie gesagt, wir schaffen vermutlich eh nicht alle, aber zumindest mal. Oh Gott, das sieht auch nicht so gut aus. Nö. Okay, ich bin vor allem im Falschen. Ist auch schön. Nee. Okay, Görlitz, eine Feuerwehrwache. Görlitz, eine Feuerwehrwache. Ach, war das so ein
Polizei von Görlitz warnt und so. Nee, nö, reicht auch nicht. Nee, ist klar. Nee, das war schon eine offizielle Bitte. Okay. Was haben wir noch? Die Ws? Halle, ein Kaufhaus. Achso. Schon oben nach unten durch. Die Ws zum Schluss. Also wenn das Kaufhaus nicht langt, will Halle aber auch ein Dom, also A oder B. Dom reicht schon mal nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Kaufhaus würde ich auch eher sagen, nö. Nee, beides nicht. Kaufhaus. Dann Neubrandenburg, Opa. Wahrscheinlich erfüllen wir gar keine Wünsche. Dann sind wir ein guter Santa Claus. So. Bad Santa Kanzler. Opa, hast du gesagt? Jo. Das könnte aber hinhauen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, was eine Opa kostet. Was nicht? Oh Gott, das reicht nicht mehr, das reicht nicht mehr. Wo ist sie denn? Da ist die Opa. Doch, das reicht. Doch. Oben so. Zwischen die Parkdinger, genau. Die Bürger der Stadt Neubrandenburg danken, dass das Opa binnen 6 Jahren und 6 Monaten gebaut wurde. Na, immerhin, einen Weihnachtswunsch konnten wir erfüllen. Wobei, noch ist die Folge ja nicht rum. Ja, wir haben noch 1 Monat vielleicht, sofern wir noch dürfen. Mhm. Boah, das wäre ein super GAU, wenn wir jetzt während der Weihnachtsfolge abgesehen das wäre echt peinlich. Aber dann nehmen wir auf den Speicherstand und machen es nochmal. Aber sagt man natürlich keinem. Notfalls schneidet man dann einfach noch 1 Monat dazwischen, der gar nicht passt und so. Einfach Nein. So, Versorgung ist zurückgegangen, das ist schön. Bruttosozialprodukt auch. Arbeitsplätze sind wieder hoch. Da waren wir irgendwie bei 23 letzten Monat. Also 1.023.000. Sind aber eigentlich runter und Bevölkerung rauf, aber okay, das ist ja alles eh verwirrend hier. Ja, mal so, mal so. Hier hat sich auch nicht wirklich viel verbessert. Solar und Wind. Ja, so ja, wir könnten jetzt mal an Cottbus vorbeischauen. Vielleicht kriegen wir ja da zumindest ein bisschen was geregelt. Mhm. Also ich sagen, Reparaturen, Blinkies, Cottbus, und was Wünscheliste. Genau. Das übliche Vorgehen, ihr kennt das ja. Machen wir auch an Weihnachten keine große Ausnahme, auch wenn Wünsche vielleicht ein bisschen mehr im Fokus stehen. Oh. Ja, da ist auch irgendwas explodiert. Ich will mir gar nicht ausmalen, was. Ich weiß aber... Ja, ich weiß, ich habe bloß... Wir sind ja eh gerade noch im Repariermodus. Entschuldigung. Ja, im Reparier-Modus. So. Nochmal runtergehen. Ist da gerade Klingone? Ja. Bei was denn? Da, wo du gerade raufgescrollt bist, in diesem Fahrstuhlschacht der Solaranlagen. Sehen wir ja gleich, wir kommen da nochmal vorbei. Da ist ja noch einer explodiert, oder ist es dasselbe? Könnte auch dasselbe gewesen sein. Ich habe mir die Koordinaten jetzt nicht genau gemerkt. Außerdem war es irgendwo um Berlin rum. So, du hast jetzt gesagt, hier irgendwo, oder was? Klingon, ja. Krass, okay. Oder Klingon in dem Fall. Klingon. Klingon ist ja der englische Begriff, so und. Ja. Es gab mal einen Versprecher, wie so viel in der deutschen Übersetzung, da hießen sie in der Originalserie auch mal Klingons. Ja. Passiert, ne? Mhm. Scheiß Synchro-Studio Berlin. Echt. Finde ich doof, weißt du? Finde ich nicht dufte, wa? Achso, stimmt, waren 2 davon noch, ne? Ich hab die Liste leider nicht gesehen von den Reparaturen, weil ich da gerade hier die Liste der Wünsche abgeändert hab. Kermit und Marcel. Ich hab gedacht, naja. So. Die Liste ist zum Glück aber auch relativ schnell, da müssen wir nur ein bisschen runterscrollen. Was sind diese Reparaturen eigentlich so? Ist das vielleicht runtergegangen auch? Nee, eher hoch. 200 Millionen. Okay. Lohnt sich ja richtig. So gefühlt. Ja. So, noch die Blinkies. Mhm. Ja, ist nur... Ja, super. Das teuerste vom teuersten. Nach der Autobahn, glaube ich. Schön. Oh, Öl? Ist das zufällig Öl? Was denn? Das ist die Versorgung wegen... Wir wollten doch nach Öl bohren. Wir können ja mal nach Öl bohren. Ich glaube eher, es ist wegen dem Müll, aber wir können ja mal... Was haben wir zu verlieren? Nee. Keine Bodenschätze, eher Bodendreck. Wenig Erz haben wir hier. Oh, vielleicht finden wir noch Erz. Wenig Erz.
noch weniger Erz. Ja. Naja, fast gar keins mehr. Nee, hier ist mäßig. Oh, doch mäßig. Wir kommen näher. Es wird wärmer. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich schon zum dritten Mal auf dieselbe Stelle geklickt. Viel Erz. Ja. Yay, da können wir doch mal. Ja, wir haben es ja, ne? Hat zwar schon eine Milliarde gekostet, diese ganzen Dinger da abzuforschen, aber hey. Und dann, wenn wir dabei sind, oben rechts kannst du nochmal den Wald reparieren und Versorgung ist ja auch runter, die könnten wir dann ja auch mal aufrüsten da rechts. Mhm, wir haben es ja. Ja, ja. Hat das gerade 4 Milliarden gekostet? Milliarden, ja. Und ich sag mal nur so, jetzt ist eh schon egal. Ja. Okay. So. Ich hoffe, dass die, sobald die anderen Dinger da alle fertig werden, dass das wieder so richtig Geld in die Kassen spült. Weil wir hatten ja auch schon mal Milliarden Gewinne gefahren, trotz alledem, dass die Steuern hoch waren. Also. Ja, das hoffen wir ja alle, dass es irgendwann mal wieder besser wird. So, So. Wünsche. Sonst haben wir wieder zu wenig Zeit. Okay. Cottbus, wir wollten noch nach Cottbus. Göttbös. Was wollten wir da? Energie? Eigentlich wollte ich nicht nach Cottbus, ja, das ist doch hier schon am Bauen. Achso, okay, wusste ich nicht. Entschuldigung. Da haben wir uns doch letztes Mal schon gewundert, warum hier schon eins von den Neubauten schon explodiert ist. Stimmt, da unten ist übrigens irgendwas noch explodiert. 6 Monaten ist es übrigens fertig hier in Cottbus. So. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Halle, wenn ich es richtig weiß. Ey, da war Kaufhaus und Dom, das ging irgendwie beides nicht, ne? Ja, vielleicht geht's jetzt. Schauen wir mal. Eins von beiden schauen wenigstens. Wir Kaufhaus dürfte klappen jetzt. Ja. Ja. Sie bedanken sich aber nicht. Entweder ist es wieder so lange her, oder es fliegt jetzt mal wieder aus der Liste raus. Ja, besser ist das. So, wo geht's denn nach Halle dann weiter? Für den Dom langs in Halle aber nicht mehr, ne? Vergiss es, 3 Milliarden. Nee, dann Schwerin Krankenhaus. Ach du Schande. Diese Kranken, ne? Nee. Stuhl. Amt. Nee, war stich. Amt sollte klappen. Die haben auch nur Tankstellen und Telefonzellen, oder? Und jetzt ein Amt, wo sie aber auch nicht sich bedanken für. Das ist das Vermittlungsamt. Da werden die Gespräche weitergeleitet. Vielleicht mal ein paar Wohnhäuser hier und so. Noch eins rechts daneben. Ja, okay. So. Jetzt sollten unsere Ws kommen, denke ich mal. Ja. Okay. Sag an. Warte mal, wo waren wir jetzt? Suhl. Was haben wir da gebaut? Ein Amt. Entschuldigung, Suhl will eine Fabrik, Stralsund will das Amt. Jetzt wundere ich mich auch nicht, warum die sich nicht bedankt haben in Suhl. Das war so geplant. Ja, und die können sich das Amt natürlich nicht leisten, war klar. Haben wir das Suhl einfach mal ein Amt geschenkt. Weimar, eins schaffen wir vielleicht noch. Und Suhl ist wieder sehr weit weg von der Fabrik. Die waren auf der Hälfte. Wismar. Sie waren, ein Dom oder eine Fabrik? Sie waren fast auf der Hälfte. Was? Fabrik oder Dom? Oder was? Ja. Oh, Dom könnten wir sogar schaffen. Fabrik oder Dom in Wismar, ja. Ja, da sind wir. Dom? Okay. Ja, bauen wir noch einen Dom, würde ich sagen. Die haben zwar schon einen, aber hey. Kann es sein, dass wir da schon mal einen gebaut haben und den noch nicht abgehakt? Ganz ehrlich. It looks a little bit, like this. Ja, jetzt ist schon zu spät, jetzt haben sie schon 2. Wismar, die einzige Stadt mit 2. Ich weiß nicht, gibt es da überhaupt eine Mehrzahl für Dom? Ja, Dom, die. Dominos, nein. Dominos. So. Auch unser, ich sag jetzt mal, unsere finanzielle Lage schnellt nach oben. Zumindest das Rote. Juhu. Ja, Berlin wird auch langsam. Der Dom, die Dome.
um uns alle mal einen Ticken schlauer zu machen. Die Dome, okay. Eins, zwei, ja. Daraus ist wahrscheinlich auch The Dome entstanden. Ja. Was schreibt man auch Dome? Egal. 128.000 sind aus Berlin raus. Und schon klappt's mit den Arbeitslosen. Ja. Oh, Gesamtbewertung ist diesmal zum ersten Mal runter. Oder was aber heißt zum ersten Mal? Sind hoch. Nicht zum ersten Mal, aber jetzt schon. Waren wegen der hohen Schulden, die gerade entstehen überall und so. Ja, könnte sein. 126? Ja. Also kommen wir eben bei 116? Es kommen ja jedes Mal knapp 10 Milliarden durch die Infrastruktur dazu. Also ganz ehrlich, ich glaube, die nehmen wir wieder raus. Ja, das machen wir aber natürlich. Machen wir natürlich erst in der nächsten Folge, denn ich, wie gesagt, wünsche euch jetzt nochmal, solltet ihr es an Heiligabend gucken, natürlich nochmal einen schönen, sehr schönen Heiligen Abend. Und lasst ihn noch nett ausklingen. Und ansonsten sehen wir uns noch einmal dieses Jahr, zumindest bei Aufschwung Ost. Und in diesem Sinne überlasse ich die letzten Worte für diese Folge dem Vizebundeskanzler. Man muss sich jetzt nicht so vorstellen, wie ich mit meinen Händen so ein Pseudo Mr. Burns Dreieck forme. Also so ein Merkel-Eck. Die Merkel-Raute, genau. Die Merkel-Raute, genau. Meine ich, die Ecken, wir haben an der Terrain von hier an die Rundfunkempfang geregelt zu Haute. Nein, stopp. Also keine Neujahrsansprache hier. Das kannst du später machen. Ach stimmt, das war was anderes, ne? Ich höre den Quatsch nicht. Von mir aus natürlich auch gesegnete und frohe Weihnachten euch allen da draußen. Ich hoffe, ihr werdet entweder heute Abend reichlich beschenkt, wenn ihr das jetzt zur Mittagszeit schaut, oder ihr seid reich beschenkt worden, wenn ihr das nach der Bescherung schaut. Oder ihr werdet morgen noch reich beschenkt werden, wenn ihr wie Amerikaner es am 25. die Geschenke auspackt, oder ihr werdet gar nicht beschenkt werden. Na komm, jetzt mal auf. Frohe Weihnachten euch allen. Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.